Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bühler und der Mikrogenossenschaft Ostschweiz. 6 studierende Teams sind im Rennen um den WTT Young Leader Award 2022. Aus 45 Praxisprojekten an der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind sie als die Besten nominiert. Teams haben über mehrere Monate an Echtaufträgen von Unternehmen aus der Region geschaffen. Jetzt geht es um die Auszeichnung in den beiden Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Die Galifa ist spezialisiert auf Kontaktlinsen nach Mass. In St. Gallen produziert das Unternehmen täglich hunderte von den kleinen personalisierten Sehhilfen. Die Kunden der Galifa sind aber nicht Kontaktlinsenträgerinnen und Träger selber, sondern Optikergeschäfte, Augenärzte und Kontaktlinseninstitut. Die Galifa Kontaktlinsen will sich aber nicht nur über ihre Produkte als innovatives Unternehmen positionieren, sondern für ihre Kunden auch ein neues Preismodell entwickeln. Uns war es aber noch ganz wichtig, dass wir durch Studenten der Ost, dass wir da junge, neue Ideen, dynamische Ideen in unsere Überlegungen hineinbringen und einfach, wo wir Themen haben, die out of the box denken sind, die nicht von der Branche kommen, sondern wo Ideen, junge Ideen hereinkommen außerhalb der Branche. Die Studierenden haben zuerst Preismodelle aus verschiedenen Branchen analysiert. Die Wünsche und Bedürfnisse der Kundschaft der Galifa haben sie dann in Interviews abgeholt. Aus diesen Informationen sind erste Preismodelle mit möglichen Extraleistungen entstanden. Diese Modelle haben sie an Workshops mit der Galifa selber wieder auf die Umsetzbarkeit getestet. Das Ziel war ja eigentlich, ein passendes Preismodell oder ein innovatives Preismodell zu gestalten. Wir sind dann aber in gemeinsamer Diskussion mit unserem Kunden, mit unserem Coach, mit der Galifa, sind wir dann darauf gekommen, dass eine Kombination aus den 3 Preismodellen, die wir herausgefunden haben, das Abo-Modell, Flatrate-Modell und das Pay-per-Use-Modell, dass eine Kombination aus diesen 3 eigentlich viel sinnvoller ist für die Kundschaft und für die Galifa, um individuell auf den Kunden eingehen. Im System, wie es die Studierenden vorschlagen, kann der Kunde sein Preismodell je nach Bedarf wählen. Zahlung pro Stück, ein Abo mit einer vordefinierten Liefermenge oder ein Pauschalpreis für so viele Linsen, wie er will, Flatrate. Das war eine Erkenntnis, die sehr neu für uns ist. Das war uns nicht klar, dass auch Abos und Flatrates tatsächlich im B2B-Bereich eine Möglichkeit sind, Preise zu gestalten. Galifa will anhand der Vorschläge ein neues Preismodell in ihrer Branche etablieren. Die erarbeiteten Modelle lassen sich dank dem Konzept des Projektteams auch mit Rabattsystemen und Zusatzleistungen kombinieren. Ein wesentliches Ziel war zum Beispiel, dass man möglichst viele neue Ideen generiert, die die Galifa langfristig am Leben erhalten. Und durch den engen Austausch mit dem Kunden, aber auch mit denen ihrer Kundschaft, können wir so verschiedenste Ideen generieren, die viel Potenzial haben für die Zukunft. Der enge Austausch mit den Auftraggebern war bei diesem Thema besonders wichtig. Ich denke, die grösste Herausforderung war für das Team, dass sie sich mit einem ganz sensiblen Instrument beschäftigt haben, nämlich dem Thema Preis. Der Preis hat extreme Hebelwirkung, in die richtige Richtung dreht, unglaublich attraktiv für das Unternehmen, aber in die falsche Richtung dreht auch sehr schnell ein Problem für das Unternehmen. Und zwar auf der Umsatzseite, auf der Kundenseite, auf der Akzeptanzseite. Das Team hat während ihrer Arbeit die Hebel in die richtige Richtung gedreht. Sie sind für den WTT Young Leader Award in der Kategorie Managementkonzeption nominiert. Als ich erfahren habe, dass wir nominiert worden sind, bin ich im ersten Moment völlig überwältigt gewesen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber nachher natürlich überglücklich. Ich meine, es ist eine riesige Chance und es ist auch mega cool, dass unsere Arbeit, die wir da drin gesteckt haben, auch honoriert wird. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2022? Die Preisverleihung findet am Montag, 26. September, in der Tonhalle St. Gallen statt. Mit Gästen aus der Ostschweizer Wirtschaftswelt und am Award-Referat von Joe Dietrich. Wie tickt Generation Z? Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, Bauwerkparkett und der St. Galler Stadtwerk.